Unsere politische Welt ist voll von insgesamt drei Ideologien. SPD und Grüne, die Linke kann man vernachlässigen, da die ja im Moment gar keine Rolle mehr spielt. SPD und Grüne sind voll von Pseudo oder sind gleich Pseudokommunismus, Pseudo-Planwirtschaftsideologien. Und CDU und FDP sind voll von marktradikalen, neoliberalen, erzkapitalistischen Ideologien. Und wie weit rühren diese Ideologien her aus den Sparten der Gesellschaft? Und wie weit sind sie vorteilbringende Irrtümer dieser Sparten? Diese Welten sozusagen miteinander in Verbindung zu bringen, das ist das Anliegen der heutigen Sendung. Ja, wenn wir uns jetzt also mal anschauen, also, wo sind die Bilder? Gehen wir mal heute hier hin. Hier haben wir die Partei des Gemeinwohls, die das Problem löst, die diese Ideologien überwindet. Hier nochmal die Bilder der Flyer, der ersten provisorischen Flyer dieser Partei, die schon sehr viel begeisterte Reaktionen ausgelöst haben und auch schon viele Unterstützungsunterschriftsmitgliedschaften erzeugt haben. Ja, dann haben wir hier. Hier geht's eigentlich los. Also, SPD und Grüne sind unterwandert von pseudokommunistischen DDR-ähnlichen Vorstellungen. Ja? Und die CDU und FDP sind unterwandert von neoliberalen, bösartigen, patriarchal-kapitalistischen, sozial-marktwirtschaftlichen, marktradikalen Vorstellungen. Ne? Und was der gesamten politischen Landschaft fehlt, das bringt die erste Partei der Welt, die Partei des Gemeinwohls, bringt dieses mit ins Gespräch, nämlich die weltberühmte Gemeinwohlökonomie nach Christian Felber als den linksradikaleren Flügel des mittleren Bereiches sozusagen, die etwas weniger linksradikale, gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung der Next Scientists for Future vom Weltrat und eigentlich gehört Gemeinwohl, Gesellschaft und GWG als Oberbegriff über all diese drei hier hin. Und ja, und warum Pseudokommunismus? Weil die pseudokommunistischen Vorstellungen alle auf einer Ablehnung von Leistung und Wettbewerb beruhen und damit zu tun haben. Und in der Natur gibt es nur funktionierend, in der Natur funktioniert ausschließlich ein Leistungs- und Wettbewerbskommunismus, zum Beispiel bei den Bonobos. Und diese pseudokommunistischen Vorstellungen, diese Vorstellung von Kommunismus, diese pseudokommunistische und pseudoplanwirtschaftliche Vorstellung ohne Leistungs- und Wettbewerbsaspekte, die gibt's gar nicht. Die gibt's in der Natur nirgends und die hat deswegen auch noch nie auf der Erde funktioniert, weil es ja auch eigentlich gar nicht um ein sinnvolles Konzept zur Staatssteuerung ging, sondern darum, dass eben die Sparten der Gesellschaft, ja, wir können es uns erstmal vielleicht hier anschauen. Hier haben wir ja nochmal das Bild. Da können wir uns nochmal klar machen, wenn wir das als die Sparten der Gesellschaft sehen, zum Beispiel die Sozialspar, oder ich fange wieder hier, wie bei der Spirale hier, Sozialsparten, Weltsozialsparten ist gleich NGOs, Gesundheitssparten, Nahrungssparten, Waffensparten und so weiter. Ja, also das heißt, die Spirale der Sparten, quasi das
Spiralenstückchen, die Schnecke, der Schneckenkuchen sozusagen, das ist einerseits der Kuchen, der Gesamtkuchen der Gesellschaft, und die Sparten unter Bedingungen, in denen wir halt leben, neigen die Sparten dazu, und wir leben ja im Moment in der Marktradikalität, ja, weltweit. Und da versucht jede Sparte hier, die Sozialsparten, die Weltsozialsparten, NGOs mit ihrer Spendenerpresserei, die Gesundheitssparten, Nahrungssparten, Waffensparten, Bürokratiesparten, sonst, also zusätzlich zu den Sozialsparten, das sind ja auch großenteils schon Bürokratiesparten, alle anderen Bürokratiesparten und so weiter, alle Sparten neigen dazu, aus dem Rest des Gesamtkuchens jeweils dann möglichst viel rauszufressen, und ihr Gebiss besteht eben aus den vorteilbringenden Irrtümern, mit denen sie da zubeißen, ne? Mit Irrtümern beißen sie zu. Zum Beispiel ist einer der wesentlichen Irrtümer der Sozialsparten ja völlig antinaturwissenschaftliche Aberglaube daran, dass potenziell alle neugeborenen Kinder potenziell alle Genies seien, dass also die Genetik von Lebewesen überhaupt keine Rolle spielen würde, dass es also nicht von Genetik her kleinere Gehirne, größere Gehirne, niedrigere Intelligenz und potenzielle Leistungsfähigkeit und höhere gibt, sondern dass im Prinzip alles gleich sei und dann es nur von der Bildungsqualität abhänge, was da für eine Leistungsfähigkeit rauskommt. Das ist aber durch die Naturwissenschaften schon seit Jahrzehnten hundertprozentig widerlegt. Aber dieser Irrtum führt eben dazu, dass letztendlich diese Irrtümer, diese vorteilbringenden Irrtümer, erstens werden diese Leute aus den Sozialsparten Mitglied in den Parteien. Das dringt dann wieder über die Parteien, dringen diese Inhalte in die Journalistensparte ein, in die Spielfilmemachersparte ein und bilden dort dann immer die Moral von der Geschichte, die in so einem Spielfilm drin steckt, sozusagen. Und so infizieren die Sparten also die Journalistenwelt, die Spielfilmemacherwelt und die Politikerwelt, die Sparten, also die Journalistensparte, Spielfilmemachersparte und Politikersparte mit ihren vorteilbringenden Irrtümern, und das Ganze wird noch durch große Geldflüsse Richtung Politik unterstützt, durch große Geldflüsse hin zu den Medien, und so dringen dann die vorteilbringenden Irrtümer der Sparten in die Restgesellschaft ein, wirken als Propaganda, Gehirnwäsche und Manipulation auf unser aller Gehirne, dringen dort als Killerviren des Geistes bzw. parasitäre Meme in unsere Gehirne rein und lassen uns eben Parteien wählen, eben, ja, letztendlich hier solche SPD-grüne pseudokommunistische Planwirtschaftsideologie Parteien sozusagen wählen und eben solche marktradikalen Parteien wie CDU und FDP. So, und was ist da das Problem? Dass eben, ja, wie sehen die vorteilbringenden Irrtümer aus? Ja, zum Beispiel, ja, gehen wir doch mal hier hin. Ja, die Sozialsparten
wenn die jetzt zum Beispiel den Irrtum entwickeln, eben habe ich ihn ja genannt, alle Neugeborenen seien potenzielle Genies, dann ist es ja völlig, dann macht, resultiert daraus eine wahnwitzige Bevölkerungspolitik, wie ich sie ja bei den Grünen gefunden hatte, in deren Wahlprogrammen und deren Statements, dass sie quasi einfach viel Geld für irgendwelche Kinder ausschütten wollen. Also nochmal zurück. Wenn es keine Intelligenzunterschiede per Genetik gibt und alle Kinder potenzielle Genies sind, dann ist es doch egal, dann kann ich doch die große Gießkanne nehmen und generell Kinder kriegen belohnen. Ganz egal, ob auf diese Belohnung und diese Anreize dann eher die Unfähigen anspringen und dann viele Kinder in die Welt setzen, weil deren Kinder sind ja dann nach dieser Ideologie, nach diesem vorteilbringenden Irrtum der Sozialspaten ja alle potenzielle Genies. Und aus denen kann man ja dann ganz viel machen. Die sind ja dann alle Gold wert, wie es auch mal hieß. Und dann kann ich eben aus aller Welt, dann ist es auch egal, was ich für ein Einwanderungsgesetz mache, denn alle, die kommen, sind ja dann, können ja dann Kinder in die Welt setzen und diese Kinder sind ja dann alle potenzielle Genies und können ja dann von unserem wundersamen Bildungssystem alle zu Genies gemacht werden und bringen dann alle eine Weltspitzenleistung. Und die Wahrheit ist aber leider genau das Gegenteil, denn wenn aus aller Welt Leute von hier kommen, weil wir kein richtiges Einwanderungsgesetz haben und eine falsche Asyl- und Migrationspolitik betreiben. Und wenn wir dann, wenn die Gießkanne dazu führt, dass die arbeitsunfähigen Menschen dann ihre Hauptarbeit darauf verlegen, ein Kind nach dem anderen in die Welt zu setzen, dann kriegen wir hier einen Kinderboom im Boom der Unfähigen und da die Bildung nur ganz wenig daran verändern kann, dass diese Menschen genetisch nur begrenzte Möglichkeiten haben und eben in einer modernen Gesellschaft überwiegend zum Teil der Arbeitsunfähigen gehören und sich da auch nicht viel bei den Kindern nicht allzu viel ändert oft, ja. Denn der Apfel fällt nun mal leider nicht allzu weit vom genetischen Stamm, ne? Und wie hier die Gießkanne dazu führt, dass wir hier nicht ausreichend viele Kinder bekommen, dann passiert das, was wir in Deutschland gerade haben. Die Wanderdüne der Normalverteilung wandert in Richtung Unfähigkeit und Arbeitsunfähigkeit und mangelnde Wettbewerbsfähigkeit in der Welt und Deutschland geht pleite potenziell. Und Sie merken es ja jetzt schon, dass auch an dieser ganzen kranken Politik, die gemacht wird, dass es alles immer teurer wird im Moment, alle Menschen immer ärmer werden und so weiter. Deutschland ist also auf dem Weg des Römischen Reiches der Selbstzerstörung. Weil wir hier kaum noch Nachwuchs haben, wir haben bei den Fähigen kaum noch Kinder, weil alle Politik, die gemacht wird, falsch ist, ja. Und genau das ist aber das nicht bewusste Ziel der vorteilbringenden Irrtümer. Denn zu was führt das? Das führt dazu, dass hier eine immer größere Armee der Sozialfälle entsteht. 6 Millionen Hartz-IV-Empfänger in Deutschland, Empfangende in Deutschland, das sind wahrscheinlich auch die Kinder mit dabei. 6 Millionen, darunter ganz viele Langzeitarbeitslose. Eine Armee, die sich also unsere Sozialsparten, unsere Arbeitsamtmitarbeiter halten da sich eine Armee und vergrößern diese Armee ständig, indem sie eben solche vorteilbringenden Irrtümer hier als Sozialsparten in die Parteien hineinbringen, als Parteimitglieder, in die Parteiprogramme, in die Medienwelten, in die Filmemacher, Welten, in die journalistischen Sparten hinein, in die Filmemachersparten
und in die Politikersparten dringen diese vorteilbringenden Irrtümer ein und vergiften uns alle. Ja, und dann zum Beispiel wird hier der vorteilbringende Irrtum entwickelt, dass der Mindestlohn eine angeblich soziale Politik sei, obwohl er die unsozialste, antilinkeste Politik ist, die man sich vorstellen kann, weil das nämlich bedeutet, bei einem Mindestlohn von 12 oder 13 Euro pro Stunde, dass dann alle Unternehmungen pleite gehen, bei denen der einzelne Mitarbeiter nur 11 Euro die Stunde erwirtschaftet, also alle Mitarbeiter, die nur 11 Euro die Stunde erwirtschaften können, entweder weil das Geschäftsmodell schon mal nicht he mehr hergibt, oder auch die Mitarbeiter Kraft ihrer eigenen, nur sehr begrenzten Arbeitsfähigkeit nur 11 Euro die Stunde Ertrag erwirtschaften, dann steht der Unternehmer vor der Entscheidung, entweder ich entlasse solche Arbeitnehmer oder das ganze Unternehmen geht pleite, denn ich mache ja dann bei jeder Stunde, die dieser Arbeitnehmer arbeitet, mache ich ja letztendlich 1 Euro Verlust und dadurch ist ja das Ende des Unternehmens vorgezeichnet. Und genau diese Ideologie, dieser vorteilbringende Irrtum, Mindestlohn ist gut, alle Neugeborenen sind Genies, potenzielle Genies, führt dazu, dass die Armee hier, dass die Armee der Sozialfälle, der Langzeitarbeitslosen erhöht wird, denn alle, die nur 11 Euro Produktivität pro Stunde bringen oder darunter oder die weniger Produktivität bringen als die Tariflöhne hochstehen. Wenn ein Tariflohn zum Beispiel 14 Euro die Stunde ist, dann werden ja alle entlassen von den Firmen, die nur 13 Euro die Stunde Produktivität bringen. Und also auf jeden Fall werden bei einem Mindestlohn, der durchgesetzt würde und wirklich kontrolliert würde und durchgesetzt würde, würden ja dann alle entlassen werden, die nur 11 Euro die Stunde Leistungsfähigkeit haben oder weniger. Und damit vergrößert sich dieses Heer der Sozialfälle. Und wer bereichert sich daran? Wer kann dann große Karrieren machen? Die Sozialspartler, die Arbeitsamtmitarbeiter, die Sozialspartler. Denn sie können in einer Bürokratie nur aufsteigen, solange diese Bürokratie wächst. Wenn sie schrumpft und immer kleiner wird, dann ergeben sich kaum noch Aufstiegsmöglichkeiten und Karrieremöglichkeiten. Da gibt es kein höheres Gehalt und so weiter, ja. Ja, und das ist eben die Dynamik, um die es da geht. Und ja, und diese ganzen pseudokommunistischen Vorstellungen, ja, denken Sie daran, ja, zum Beispiel auch Mietendeckel. Zu was führt der Mietendeckel? Na, das führt dazu, dass in der privaten Bauwirtschaft man das Risiko nicht mehr eingeht, in Wohnungsbau zu investieren, weil man sozusagen keinen Ertrag mehr kriegt, weil durch den Mietendeckel im Prinzip der Ertrag unter das Sinnvolle getrieben wird, so dass dann die privaten Vermieter alle den Wohnraum werden, ja, verwahrlosen lassen, weil auch jede weitere Investition in die Erhaltung des Raumes sich ja auch nicht mehr rechnet, sondern man wird quasi jedenfalls bis an die Grenze, bis kurz bevor das Haus zusammenfällt, wird man die Wohnungen runterkommen lassen und keinen Cent mehr in die Häuser stecken.
Und dann wird der Staat lauter neue Sozialwohnungen bauen im Sinne, in der Qualität des Flughafens Berlin-Brandenburg. Also als Schrottimmobilien bauen, so plattenbaumäßig, ja. Und in minderwertiger Qualität, mit allen Planungsschlampereien, wie wir sie ja aus der Wahl von Berlin kennen, ja, wo ja auch die pseudokommunistisch-pseudoplanwirtschaftlichen Ideologen regieren. Ja, und all diese Vorstellungen, ja, wie verhält sich das? Also pseudokommunistische Gedankenwelten, ja, wo kommt die eigentlich her? Ja, die marxistoiden Ideologien, Leninismus, Stalinismus und so weiter. Da spielt sicherlich die Waffensparten eine Rolle. Die Waffensparten, die ja davon leben, von Revolutionen und Kriegen. Ja, und also die Waffensparten, in denen entstehen ja lauter Irrtümer, vorteilbringende Irrtümer, die am Ende zu Kriegen, aufhetzen zu Kriegen, also kriegstreiberisch wirken und revolutionstreiberisch wirken, also aufhetzen zur Revolution, weil dort werden dann Waffen eingesetzt und es kommt zur Tötung vieler Menschen und so weiter, und dann verdient daran, an jeder Tötung verdient die Waffenindustrie. Ja? Das ist nichts anderes als ein ganz normales Geschäft sozusagen. Und dann auf der anderen Seite sind es wohl die Sozialsparten, die daran sich bereichern, weil diese pseudokommunistischen Systeme immer wieder zu riesigen Armeen an verarmenden und verelendeten Menschen führen, die dann wieder von den Sozialsparten betreut werden können. Und so ist wohl der Zusammenhang, dass man sagen kann, die pseudokommunistischen Ideologien sind im Wesentlichen vorteilbringende Irrtümer der Waffensparten und der Sozialsparten, und können auch noch einige andere Sparten daran beteiligt sein, aber erstmal diese sind sicherlich auch dabei beteiligt. Und die marktwirtschaftlichen, marktradikalen Ideologien, vorteilbringenden Ideologien oder vorteilbringenden Irrtümer haben ihre Herkunft wahrscheinlich aus den zum Beispiel hier Alkohol, Tabak, Zucker, Sparten als Teile der erweiterten Nahrungssparten, ja, sozusagen. Und diese senden eben die Ideologie aus, dass der Markt alles regelt, und das, denn das ist dann, wenn sie diese vorteilbringenden Irrtümer aussenden, dann und Kraft ihrer Gelder, also hier zum Beispiel, wenn jetzt hier irgendwo die Alkohol-, Tabak- und Zuckersparten wären, dann fließen durch die Kraft ihrer Milliarden Gelder deren Ideen in die Journalistensparte und die Wissenschaftlersparte. Sie wissen ja, dass wir eigentlich eine Einheit von Journalismus und Wissenschaft sehen, nämlich nützliche Wahrheiten für die Bevölkerung zu bringen. Und das verhindern dann diese Geldflüsse hin dahin, die führen in die Geldflüsse in die Wissenschaft und in die Journalistenschaft, haben dazu geführt, dass eben die Gefährlichkeit von Alkohol, Tabak und Zucker jahrzehntelang verheimlicht wurde und vertuscht wurde, und so weiter, weil eben die vorteilbringenden Irrtümer, dass diese Dinge alle harmlos seien und dass der Markt ja alles zum Guten regeln würde und dass es mehr Regelungen nicht bedürfe, also schon gar nicht eine Wohlfühlstimme und ja und so weiter. Das drang in die Journalisten- und Wissenschaftssparten ein, und dann auch in alle anderen Sparten ein und so weiter, und von hier aus auch in die Politikersparte ein, über die entsprechenden Lobbyisten und so weiter. Ja, und in diesem Sinne
Und diese vorteilbringenden Irrtümer haben für das Individuum immer die Folge, dass eben man dann sehr viel verdient, sehr viel Erfolg hat beruflich und dann sehr viele leibliche Nachfahren ernähren und finanzieren kann und sehr viele Fans, Schüler, Studenten, Azubis und so weiter hat, die dann diese vorteilbringenden Irrtümer auch in ihrer Ausbildung lernen. Und so breiten sich dann diese vorteilbringenden Irrtümer, diese erfolgreichen vorteilbringenden Irrtümer aus. Und eben durch zum Beispiel, durch letztendlich die Erfassung dessen, wie verändert sich das Wohlfühlen, die Gesundheit und die Langlebigkeit der Kunden, Mitarbeiter und Anwohner eines Unternehmens, ja? Durch diese Messung wird also quasi bei Tabak-, Zucker- und Alkoholindustrie gemessen, wie sich Wohlfühlen, Gesundheit und Langlebigkeit der Kunden, Mitarbeiter und Anwohner der Zucker-, Alkohol- und Tabakkonzerne und der entsprechenden Marktleiter, die diese Produkte dann auch verkaufen in den Märkten, wie sich dort die Kundenentwicklung entwickelt und so weiter, der Kunden, Mitarbeiter und Anwohner, wie sich da Gesundheit, Wohlfühlen und Langlebigkeit entwickeln. Zum Beispiel kann man das mit der Wohlfühlstimme auch messen, das Wohlfühlen, wir gucken nach dem Gesundheitsaufwand, Erwartungskurven, vergleichen die mit dem tatsächlichen Gesundheitsaufwand und so weiter. Und so können wir dann, wir könnten auch die Steuer- und Abgabenleistung messen, die natürlich sinken wird, wenn die Leute kränklich werden, ja, durch den Einfluss der Unternehmen. Ja, und das bedeutet dann, dass durch die Gemeinwohlwirtschaft werden quasi die Irrtümer werden erfolglos, rücken also in die Aussterbensposition und Wahrheiten rücken in die Erfolgsposition. Und dann breiten sich durch die Sparten nur noch Wahrheiten aus in die gesamte Gesellschaft und die Gesellschaft ist wieder gesund. Ne? Der Patient ist kuriert. Ja? Die Gesellschaft ist wieder gesund. Ja, ja und das ist eigentlich die ganze Geschichte. Und ein schönes Beispiel, das heißt, also eigentlich sind CDU und FDP infiziert von den überwiegend von den Alkohol-, Tabak- und Zuckersparten, die eben versuchen, jede Beschränkung ihres Profits durch Gemeinwohlwirtschaft zu verhindern. Und deswegen die marktradikale Idee, die den Neoliberalismus pushen und nach vorne schieben und so weiter. Und dadurch, da gibt's ja auch, glaube ich, dieses INSA oder so, Institut für neue soziale Marktwirtschaft oder irgend sowas. Das sind dann solche Dinge, die wahrscheinlich große Gelder von der Alkohol-, Tabak- und Zuckerindustrie bekommen dürften. Und auch so das Atlas-Institut von Dr. Markus Krall dürfte auch da seine Hauptgeldgeber kriegen, weil diese marktradikalen, neoliberalen Ideologien dann eben besonders wichtig sind, wenn man ungehindert die Gesellschaft weiterhin in suchtsüchtige Konsumenten verwandeln will. Übrigens wurde jetzt ganz deutlich in einer Sendung oder irgendwo habe ich das gelesen oder dass eben, dass wir in der Marktwirtschaft eben eine ganz aktive Suchterzeugung haben. Also auch bei Cannabis ist es mittlerweile so, das ist ja auch ein freier Markt, ne? Ist ja ein freies Marktgeschehen mit Cannabis, wenn auch im leicht illegalen Bereich. Und dort werden, das ist eine neue Information, hört,
Dort werden sehr oft mittlerweile suchterhöhende Beimengungen bis hin zu Heroin beigemischt, sodass die Leute Cannabis kaufen, aber in Wirklichkeit eine Mixtur kriegen aus möglichst süchtig machenden Beimengungen dabei, damit sie eben mehr kaufen können. Ja, und deswegen ist es eben auch wichtig, dass eben alle, die irgendwas verkaufen, gemeinwohlwirtschaftlich gemessen werden, wie entwickelt sich Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit der Kunden, Mitarbeiter und Anwohner. Und der Unterschied ist eben jetzt bei der Politikerkaste, ja, da ist der Unterschied halt der Politiker und Behörden und so weiter, da wird nicht nur gemessen. Bei allem, was so Behördencharakter hat, Politik und so weiter, da wird eben nicht nur Wohlfühlen, Gesundheit und Langlebigkeit, sondern auch noch Wohlstand der Kunden, Mitarbeiter und Anwohner gemessen. Denn wir können von einem Unternehmen, das einerseits davon lebt, zum Beispiel Gemüse zu verkaufen, können wir in dem Moment geben die Leute ja Geld aus für das Gemüse. Und da können wir bei denen schlecht gleichzeitig dann in die Gewichtung ihrer Verdienstzuschüsse einrechnen, ob sich der Wohlstand der Menschen verbessert. Denn die Leute bezahlen ja gerade für das Gemüse, verlieren also gerade Geld. Und das wäre dann unsinnig, die Wohlstandsfrage da reinzurechnen. Es reicht uns also bei den Unternehmen, die zum Beispiel Gemüse verkaufen, wirklich Wohlfühlen, Gesundheit und Langlebigkeit einzurechnen, sodass das Gemüse dann in Zukunft ungespritzt, ursortenrückgezüchtet, kerngesund, maximal gesundheitsförderlich ist, glyphosatfrei, giftstofffrei, pestizidfrei, fungizidfrei und so weiter. Aber bei Behörden, von denen verlangen wir natürlich und bei Politikern erwarten wir natürlich auch, dass sie zum Beispiel in der Bundesliga der Landesregierung, dass natürlich da die Regierungen absteigen und es zu vorgezogenen Neuwahlen kommt, wo eben Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand eher beschädigt werden, relativ gesehen zu den Tabellenführern der Bundesliga, der Bundesländer, Bundesliga, der Landesregierungen. Ja? Und die Frage ist, ob wir das gleich auf Europa anwenden können. Das ist dann halt so die Frage, ob wir in Europa nicht das Problem haben, dass wir einfach letztendlich ja, dass wir da letztendlich, wenn wir das mal als die europäischen Länder nehmen, 27 europäische Länder, wir haben erstens immer noch ein Sprachengewirr, wir haben immer noch nicht die United States of Europe mit Landessprache Englisch und wir haben auch noch keine einheitlichen Parteien. Es gibt zwar wohl die Schwesterparteien, aber eigentlich wäre es dann sinnvoll, dass die wirklich, dass alle europäischen Parteien, dass das auch dann wirklich gleich europäische Parteien wären. Und denn sonst ist es so ein bisschen schwierig, wenn die Parteien, die Schwesterparteien in den anderen Ländern doch noch sehr unterschiedliche Programme haben, dann ist es so mit dieser Bundesländer, Bundesliga der Landesregierung der United States of Europe noch etwas schwierig. Also ich bin mal gespannt, ob wir das schon gleich für ganz Europa hinkriegen oder ob wir in Deutschland eben den Ministerpräsidenten quasi und den Landesregierungen Kanzler und Vollentscheidungserlaubnis geben müssen und damit eigentlich den Bund entmachten müssen und letztendlich, so dass dann vielleicht der heutige Bundeskanzler einfach zum Kanzler eines der Länder wird, weil es dann nicht mehr gibt. Also Kanzler bzw. Ministerpräsident ist gleich Kanzler, kann man nur noch dann in den Bundesländern werden. Wenn man das gleich für ganz Europa, hier, ich nehme das jetzt mal als Europa
hinkriegen, dann könnten wir bei den Bundesregierungen bleiben. Dann müssten wir aber relativ die Länder entmachten und die Kommunen etwas entmachten, damit wirklich der Bund dann wirklich auch die Bundesregierungen dann auch wirklich was zu sagen haben, auch in den Ländern und Kommunen, ne? Und damit man da die Leistung vergleichen kann. Ja, oder man könnte rein theoretisch natürlich auch sozusagen die Bundesländer, die Länderregierung nur für ihren Einflussbereich messen, aber ich weiß nicht, wie viel Einfluss, ob da sich dann genügend große Unterschiede in den Ländern zeigen würden. Also wenn wir dann die 16 Bundesländer haben, nehmen wir mal an, das wären jetzt die 16 Bundesländer, dass wir dann also hier in was weiß ich, hier Baden-Württemberg, Bayern, die östlichen Bundesländer, dann hier Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Niedersachsen und so weiter, diese Bundesländer, ob sich da genügend, wenn die Länder so, Landesregierung so wenig zu sagen haben, ob sich dann genügend große Unterschiede auch in den Effekten der Regierungen zeigen. Na gut, das müsste man sehen, ob sich das statistisch anhand der Wohlfühlstimmen der Gesundheits- und Langlebigkeits- und Wohlstandsdaten zeigen lässt, dass auch hier die Landesregierungen wirklich große Unterschiede ausmachen. Also mir wäre es jetzt erstmal näher liegend, dass wir entweder die ganz europäische große Lösung kriegen. Da haben wir natürlich dann eine Bundesliga mit 27 Landesregierungen, ne? Während wir in Deutschland im Moment nur 16 Landesregierungen hätten, das wäre ja eher der Fußball-Bundesliga ziemlich ähnlich, die ja 18 Mitglieder hat. Und ja, und in Europa müsste man dann vielleicht 4 oder 5 Absteiger machen. In Deutschland könnte man mit 3 Absteigern vielleicht auskommen, wo es die vorgezogenen Neuwahlen gibt. Also das kann man ja alles kontrovers diskutieren. Entscheidend ist für mich nur, ist eine ausreichende Vergleichbarkeit gegeben? Haben die Einzelnen, die gemessen werden, genügend Einflussmöglichkeiten, sodass sich dann klare Unterschiede zwischen den Landesregierungen und deren Leistung im Sinne der Förderung von Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand der Kunden, Mitarbeiter und Anwohner ist gleich WählerInnen und so weiter, also dass wir das erfassen und messen können und auswerten können und so weiter, ja. Gut. Also jetzt gehen wir noch mal auf die Anfangsfrage zurück. Also diese Ideologien müssen wir verstehen, dass diese Ideologien, diese politischen Ideologien sich zusammensetzen aus letztendlich vorteilbringenden Irrtümern wahrscheinlich mehrerer Sparten. Und dass also sozusagen die Parteiprogramme auch letztendlich, ach so, hier wollte ich hin, die Parteiprogramme von SPD und Grüne eben wahrscheinlich von mehreren Sparten unterwandert sind und infiziert sind und verseucht sind und dass ein Teil der Sparten eben Treiber für die pseudokommunistischen und Pseudoplanwirtschaftsideologien sind und bei CDU und FDP dann eben bestimmte Sparten der Gesellschaft, zum Beispiel die Zucker-, Alkohol- und Tabakindustrie, einen sehr großen Einfluss auf ihre marktradikale Grundideologie haben, ihre neoliberalistische und neoliberale Ideologie, und ja, und man kann sagen, die soziale Marktwirtschaft ist ja eine neoliberale, marktradikale, kapitalistische Ideologie, ja. Und da ist kein Unterschied, ne? Und
die Herkunft aus den Sparten, ja, die aus den Sparten herauskommen die vorteilbringende Irrtümer, und manche dieser vorteilbringenden Irrtümer haben sich in veritable Ideologien auch, ja, sozusagen, in denen noch einmal verdichtet sozusagen. Aber insgesamt sind die Parteiprogramme all der vier relevanten Parteien im Moment in Deutschland alle letztendlich aus den vorteilbringenden Irrtümern der Sparten, sind deren Programme zusammengesetzt, und allein die Partei des Gemeinwohls, PDG, das müssen Sie googeln, Augenblick, wo ist es? Nur, also Sie müssen bei Google eingeben, Partei des Gemeinwohls PDG, und nur das ist ein Hoch, eben zu 99% von vorteilbringenden Irrtümern und diesen kranken Ideologien freies Parteiprogramm. Und da finden wir die Lösung für die Menschheit und die Lösung für Deutschland. Ja, ja, wie gesagt, die Flyer. Oh. Ja, ich glaube, das war's zum jetzigen Thema. Und wie gesagt, machen Sie sich nochmal klar, dass mit der aktiven Suchterzeugung, dass also Cannabis, das passiert auch bei allen Nahrungsmitteln. Also auch dort läuft der Trend, dass überall suchterhöhende Beimengungen, wie zum Beispiel Zucker und so weiter, überall reingemengt werden in alle Nahrungsmittel tendenziell sozusagen. Denn das jetzige Wirtschaftssystem zwingt die Nahrungskonzerne dazu, genauso vorzugehen. Maximale Kaufsucht, Konsumsucht, Esssucht, Erzeugung ist genauso wie es bei den Drogenhändlern darum geht, maximale Kaufsucht, Konsumsucht gegenüber Cannabis oder generell Drogen zu erzeugen, und das mit suchterhöhenden versteckten Beimengungen bis hin zu Heroinanteilen gemacht wird sozusagen. Und genauso geschieht das auch in der Nahrungsindustrie. Ja? Und die Gesundheitssparten schauen zu, weil sie genau, weil bei ihnen im nicht bewussten Bereich natürlich klar ist, dass sie genau davon leben, die krank gemachten Menschen alle wiederum gewinnbringend zu verwalten. Ne? Und es geht eben auch bei den, ja, wenn wir nochmal zurückdenken an die Weltsozialsparten, die NGOs, ja, also zum Beispiel hier Fridays for Future, Students for Future, Greta Thunberg, Extinction Rebellion, Greenpeace, World Wildlife Fund, Natur, also diese ganzen NGOs, ja, bei diesen Weltsozialsparten, da geht's auch nur um das Gewinnbringende. Das ist vielleicht der Überbegriff. Es geht um das gewinnbringende Verwalten des Elends der Welt, ja. Die Welthungerhilfen und so weiter. Überall geht es nur darum, das Elend der Welt zu verwalten. Daraus resultiert ja auch dann diese falsche Vorstellung, bevölkerungspolitische Vorstellung, dass man sich nicht klar ist, dass eine Welt notwendig, dass also in der Welt wir immer die Bevölkerung begrenzen müssen. Und die natürliche Begrenzung in der Natur ist, dass hochentwickelte Säugetiere brauchen keine Antibabypille zu konsumieren oder andere Verhütungsmittel zu konsumieren. Natürliche Säugetiere haben eigentlich die Funktion, dass sie immer nur einige wenige Kinder im hochleistungsfähigen Bereich bekommen und hier nur sehr wenige Kinder oder eigentlich gar keine Kinder oft bekommen. Und
Wenn aber die Sozialspaten uns alle infizieren mit der Ideologie, dass alle Neugeborenen ja potenzielle Genies seien und dann sich im Hochleistungsbereich nützlich entfalten würden für unsere Gesellschaft und Arbeitsplätze schaffen würden und so weiter, dann entsteht eben die völlig falsche, auch weltweite Bevölkerungspolitik, dass man die Bevölkerung einfach hier ins Uferlose wachsen lässt, hier unendlich viel Kinder erzeugen lässt. Dadurch dann entsteht dann eine Gesamtüberbevölkerung, besonders weil dann die vorteilbringenden Irrtümer, die wir ja in vielen Sparten haben, nämlich die Unterdrückung des Körperkontakts, also mangelnder Körperkontakt zum Beispiel zwischen Müttern und Kindern, führt dazu, dass die natürlichen Geburten, also dass die natürlicherweise großen Geburtenabstände, weil dieser ständige Körperkontakt zwischen Mutter und Kind für über viele Jahre hinweg signalisiert dem Körper, also besonders die Stimulierung der Brustwarzen, ja, also hier, wenn wir nochmal darauf zurückschauen, hier, dieses ständige Stimulieren der Brustwarzen, also der ständige Kontakt zwischen einem idealerweise nackten Baby und einer nackten Mutter, dieser ständige, intensivste Körperkontakt führt ja unter Naturbedingungen dazu, dass die Geburten, dass das Signal an den Körper der Mutter gegeben wird, da ist noch ein Kind da, das gestillt wird. Und wenn das dann über viele Jahre gestillt werden darf, weil das eben nicht irrtümlich als sexueller Missbrauch unterdrückt wird sozusagen, dann kommt es zu sehr großen Geburtenabständen, und wenn dann die natürlichen Mechanismen auf die Gesellschaft übertragen werden und man dafür sorgt, dass es Kinder eigentlich nur hier gibt, also hier in dem hochleistungsfähigen, hochfähigen, Arbeitsplätze schaffenden Bereich und so weiter, und hier idealerweise fast keine oder gar keine Kinder, wodurch natürlich dann auch der Nachwuchs für die Sozialsparten ausstirbt, aber eben die Sozialsparten werden ja in der Gemeinwohlwirtschaft dafür belohnt, für jeden, der hier verschwindet, also für jeden, der in Arbeit kommt, der und so weiter, so dass die Sozialsparten keinen Anreiz mehr haben und dann sich auch ihre vorteilbringenden Irrtümer verschwinden und aussterben hier, ihre vorteilbringenden Irrtümer ja hier aussterben, weil sie in die Aussterbensposition kommen, die vorteilbringenden Irrtümer, und dadurch die Sozialsparten auch die Wahrheiten sagen und sagen hier, wir als Sozialsparten sagen, wir müssen ganz darauf achten, dass wir eigentlich nur hier ein paar wenige Kinder bekommen und dass der Körperkontakt zwischen Müttern und Kindern so intensiv ist, dass die Geburtenabstände möglichst groß werden und so dass wir nur sehr wenig nachhelfen müssen, vielleicht mit künstlichen Verhütungsmitteln immer weniger nachhelfen müssen, um eben dafür zu sorgen, dass die Weltbevölkerung auf ein gesundes, vernünftiges Maß allmählich runterschrumpft, anstatt dass es hier zu einer Bevölkerungsexplosion in der Welt kommt, der Bevölkerungsexplosion der Sozialfälle. Ja, aber ich hoffe, ich habe alles deutlich machen können, wie das alles zusammenhängt. Und einzige Chance, die Menschheit zu retten, sind zwei Dinge. Die einzige Chance splittet sich auf. Entweder Sie unterstützen jetzt sofort die Partei des Gemeinwohls, oder alles geht so weiter wie bisher und Deutschland nimmt das Schicksal des Römischen Reiches, des Kaputtgehens. Oder der zweite Weg ist, Sie machen eine Abstimmung mit den Füßen und lassen sich supervidieren von uns, und es entstehen lauter superglückliche Kommunen und es entsteht einfach eine neue gesellschaftliche Realität, in dem die Mehrheit der Menschen in diesen superglücklichen Kommunen lebt. Und das ist beides nicht sehr verschieden, denn hier wird es automatisch, bei der Partei des Gemeinwohls wird es auch automatisch dazu kommen, dass die Hausärzte, die Gesundheitsteams der Praxen
aller Praxen, unter anderem der Hausarztpraxen, dazu führen, dass immer mehr es in Richtung von Gesundheitskommunen sich entwickelt, das kostenlose Freizeit- und Wochenendkursangebot mit den Ernährungskursen Sport, Tanzen, Singen, Musizieren und so weiter wird sich immer mehr entwickeln in Richtung auch von Gesundheitskommunen. Die Menschen werden immer mehr auch wieder Freundschaften bilden, sozial zusammenwachsen, werden in Wohngemeinschaften zusammenziehen, ja, die Gesellschaft wird vielleicht wieder eine Gesellschaft, wie sie im Naturzustand war, der Einzelkommunen, ja, und die werden von den Ärzten, von den Gesundheitspraxen supervidiert und von den Teams supervidiert. Und so entwickeln sich lauter superglückliche Kommunen und dann leben wir alle wieder gesund und glücklich bei einer gleichzeitig auch hohen wirtschaftlichen Produktivität und auch einer Fähigkeit, uns zu schützen vor allen möglichen Angriffen. Und wenn dann die ganze Welt, wenn wir das jetzt wieder als die Erde nehmen, Europa, Nordeuropa, Südeuropa, Afrika, Australien und so weiter, USA, Südamerika und so weiter, wenn wir das alles so als Weltkarte sehen und dann die ganze Welt sozusagen, die ganze Welt wieder pazifistisch geworden ist, wie das der Naturzustand der Menschen war, weil die Waffenindustrien auch alle nur noch Verdienstzuschüsse bekommen, wenn die Zahl der Getöteten weltweit ständig zurückgeht, ja, und so die Waffenkonzerne zu Friedensförderungskonzernen werden und deswegen auch ihre vorteilbringenden Irrtümer aussterben. Also hier die Irrtümer der Waffenindustrie rücken in die Aussterbensposition und die Wahrheiten werden zu vorteilbringenden Wahrheiten, nämlich friedensfördernde Wahrheiten. Und so, ja, so wird dann die ganze Welt keinerlei Angriffsgelüste mehr haben und dann kann Deutschland auch endgültig abrüsten, nachdem es sich vorher schon nur noch defensiv gerüstet hat, im Sinne eines Raketenabwehrriegels, eines Abfangriegels rund um Deutschland, das alles abfangen kann, was angreifen wollte und so weiter. Aber das können wir uns dann auch sparen, wenn die ganzen Kontinente ihre Angriffslust verloren haben. Ne? Ja, das war's mal jetzt für heute. Tschüssi, bis bald. Morgen früh kommt ja dann die Talkshow von heute Abend wahrscheinlich. Ja, tschüssi, bis bald.